Rica, das heißt Mittelamerika und Karibik. Die Erfüllung eines farbenfrohen, ungetrübten Ferientraumes. Spektakulär und sportlich. Tierisch bunt und aufregend. Mitreißend und absolut bizarr. Landung im Ökoparadies Costa Rica. Einmal querbeet geht es durch diesen Staat in Mittelamerika zwischen Karibikküste und Pazifik. Mit dem Transferboot geht es in die Mavamba Lodge in Tortuguero. Auftakt für einen Trip voller Überraschungen und unerwarteter Höhepunkte. Dieser kleine Teil des Himmels beherbergt 5,8% der weltweiten Biosphärenvielfalt. Es ist schon was ganz Besonderes, denn wir haben hier so unwahrscheinlich viele verschiedene Ökosysteme in unserem so kleinen Land. Und diese heilen Ökowelten beginnen schon vor der Tür. Ein kurzer Trip mit dem Boot und schon ist man im Garten der Tiere. Ganz wichtig, nicht zu nahe kommen, nicht stören, nur auf Kommando knipsen. Die Hauptdarsteller wissen schon, wie sie sich am besten in Pose setzen. Aber auch nichts riskieren, etwa ein vermeintliches Augenzwinkern falsch interpretieren. Wer den Kick sucht, kann dies am besten bei einer Wildwassertour machen, zum Beispiel auf dem Rio Celeste. Wieder festen Boden unter den Füßen geht es jetzt in die Welt der Vulkane. Die ragen bis zu knapp 4000 Meter hoch. Diese vulkanische Landschaft ist ein nicht immer ungefährlicher, großer Wander- und Klettergarten. Die Wege durch die Ausläufer des Lavafeldes früherer Vulkanausbrüche sind unkompliziert und verlangen von den Wanderern nichts Besonderes ab. Allerdings sind auch die Grenzen markiert, hinter denen es dann zu gefährlich werden könnte. Der letzte Ausbruch liegt erst knapp 50 Jahre zurück, aber schon hat die Vegetation wieder die Regie übernommen und zeigt ihre schönsten Seiten zwischen den erstarrten Lavabrocken am Fuß der Vulkane als lebendiger Kontrast zum Grau der einstigen Katastrophe. Dann heißt es anschnallen für den Flug durch den Regenwald. Ein einmaliges Erlebnis. Mit der Skytram geht es erst einmal in die Höhe, auf die Startplattform in den Wipfeln der Baumriesen und dann ab die Post über einen Kilometer lang durch die grüne Wildnis mit der Lizenz zum absoluten Adrenalinschock. Endlich wieder sicher unten angekommen. Und das Augenmerk wendet sich wieder beruhigenden Motiven zu. Und da ist selbst das Kleine auch ein großes Wunder. Und dann ist auch die tropische Pazifikküste erreicht. Und zum erholsamen Ausklang die La Gata Lodge. Nosara ist eine Ganzjahresdestination. Wir unterscheiden hier zwischen Sommer- und grüne Saison. Sommer ist ganz klar, jeder Tag ist wunderbar schön, blauer Himmel. Der Winter ist ein bisschen Regen am Morgen und am Nachmittag ist es wunderschön. Das ganze Landschaft ist grün, es hat wenig Gäste. Und so gibt es zum Glück auch keinen Rummel. Und selbst die schönsten Strände haben reichlich Platz für ganz viel Urlaub.